Im letzten Teil haben wir geklärt, wie es zu einer distalen Radiusfraktur kommt und was genau gebrochen ist. Jetzt möchten wir klären, welche Schritte bei einer Operation vorgenommen werden. Der Patient wird auf die Operation vorbereitet und es wird dafür gesorgt, dass er keine Schmerzen hat und nichts von dem bevorstehenden Eingriff spürt. Wie lange eine Operation dauert, kommt ganz auf die Fraktur drauf an. Wenn es eine sehr komplizierte Fraktur mit mehreren Fragmenten ist, dauert es länger, als wenn es nur eine Fraktur mit nur einem Fragment gibt. Das wäre zum Beispiel eine komplizierte Fraktur mit vielen Fragmenten. Und das hier wäre eine weniger komplizierte Fraktur. Oftmals werden vom Chirurgen beim operativen Eingriff Platten und Schrauben verwendet, wie zum Beispiel das Ixos von Carles Martin. Bei einer Operation kommt der Patient also fertig vorbereitet in den Operationssaal. Und so sieht es dann ungefähr im OP aus. Es gibt immer einen Operateur und einen Assistenten. Es wird ein Schnitt in der Haut gemacht, um Zugang zum Knochen zu haben. Um kein Weichgewebe zu verletzen, werden die Sehnen und die Muskeln abgehalten. Dann können die Fragmente wieder in ihre anatomisch korrekte Position gebracht werden. Nun kommt die Knochenplatte Ixos zum Einsatz und es wird mit den passenden Schrauben fixiert. Der Operateur verwendet jetzt aber keine Schrauben, die man im Baumarkt finden würde, solche wie diese, sondern er verwendet Schrauben, die extra für den Knochen konzipiert worden sind, also biokompatibel und somit verträglich. Im nächsten Schritt kann die Wunde wieder geschlossen, also genäht werden und die Operation ist vorbei. Und so sieht es dann im Anschluss im Röntgenbild aus. Nach dem Eingriff wird dem Patienten eine Unterarmschiene für ein paar Wochen angelegt, die eine aktive Fingerbewegung ermöglicht. Dann geht es, je nachdem wie gut es heilt, einige Monate, bis die Fraktur wieder als vollständig genesen gilt. Manchmal muss die Platte in einer OP wieder entfernt werden. Aber das muss nicht immer sein. Die Platte kann auch manchmal im Körper bleiben und da sie aus Titan ist, hat man an der Flughafenkontrolle auch kein Problem.